Gut, willkommen zurück bei Yu-Gi-Oh! Diesmal mit. Moment, erstmal muss ich meine Musik einmachen. Da-da-da-da, jetzt hört ihr meine Musik und es ist. Läuft über Camtasia diesmal. Gut, was hast du zu labern? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Gegen mich? Was? Okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Wir haben hier im letzten Part den Typen besiegt, den Ida. Was bist du für einer? Er war so laut. Warst du daran? Es war so laut. Warst du daran schuld? Ah, ein Freund von dir? Ja, er ist da hinten im Lager, aber ich lasse dich nicht durch. Moment. Wenn du vorbei bist, musst du mich in einem Duell besiegen. Nee, warum? Nee, warum auch? Reiß dich zusammen! Dann versuch es nochmal. Ja, jetzt spricht er uns, glaube ich, an. Nee, Quatsch, wir haben ihn angesprochen. Okay, dann gehen wir auf ja. Ich werde es dir nicht leicht machen, hat er, glaube ich, gesagt. Da wird so übersetzt. Na so, jetzt mache ich es mal selber mit dem Desk gleich während des. Genau. YouTube! First to go, starten wir mal als erster. Think you can stop me? Yes, I can. Okay, ja, wieder dieselbe Taktik. Unser Micha hieß ihn verdeckt. Später nach dem Duell kaufen wir uns auch ein paar neue Karten. Wenn wir die nötigen Battle Points dafür haben. Okay, das ist jetzt eine verdeckte und. Ja, zwei Zauberkarten. Die erste ist. Ach, ich weiß, was für ein Deck der hat. Oh Mann, muss man kurz husten, bis gleich. Gut, bin ich wieder. Er hat so ein Deck, das mir irgendwie Verwandlungs- so ein Deck-Zerstörungsdeck hat er. Gut, dann decken wir unser Monster einfach mal auf. Und ziehen den 500 Lebenspunkte ab. Ja. Effekt von Stolpern. Jedes Monster, das beschworen wird von uns, kommt sofort in die Verteidigung. Aber wir können dieses Monster klein kriegen. Mit Grandmark, der Felsmonarch. Und damit zerstören wir seine verdeckte Karte. Ja, es ist ein bisschen laggig, ich weiß. Aber woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich nebenzu gerade ein Video mit Camtasia hochlade. Naja, also Pokémon Live nehmen so hoch. Und das kann ein bisschen die, den Arbeitsspeicher beeinflussen, sagt man. Ich bin kein Techniker, aber ich vermut's mal. Ach Mensch. Okay, jetzt ruft er sich seinen Pinguin zurück. Scheiße, er hat einen Flip-Effekt, gibt zwei Monster von uns auf die Hand zurück oder zwei Monster auf dem Spielfeld, sag mal. Ja. Ich glaube, die Musik passt jetzt gerade nicht so, kann es sein. Ja, ich wechsle mal schnell. Bis, ja, bis gleich sage ich es natürlich nicht. Nein, das ist Morrowind. Morrowind. Ich habe nur Morrowind drauf, fällt mir gerade auf. Lol. Tetris. Konakotown. Ja, genau, machen wir das. Gut, flippen wir mal unser Mecha-Bunny. Er kriegt wieder 500 Damage. Damage. Scheiße, er gibt unser Monster gleich auf die Hand zurück. Aber er kann nur zwei wählen, das heißt, wir haben dann immer noch eins als Schutz. Gut, dann. Wobei, wir haben die eigentlich, ne? Wenn er seinen Effekt aktiviert, kommt göttlicher Zorn und damit annullieren wir den Effekt. Unser Monster wird zerstört. Oh Mann, ich muss wieder husten. Ja, ich habe mal kurz gehustet und das. Er hat sein Monster halt geflippt und so, ja. Also, ihr habt nichts verpasst. Kann ja euch beruhigen. 4 Minuten haben wir es aufgenommen. Ja, jetzt. So, weg mit dem. Wir müssen nur ein Monster abschmeißen. Das holen wir dann mit dem Schöpfer später zurück. So. Ach komm, wieder die gleiche Scheiße. Das ist nervig. Naja, vielleicht können wir das sogar Zwillingsbeschwören, aber ich weiß nicht, ob es dann. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es, wenn es geflippt wird, man das dann zwillingsbeschwören kann. Ich weiß, ja, schauen wir mal nach. Das werden wir dann schon sehen, dann zerstören wir ihn da eben halt zum dritten Mal. Ja, ja, Verteidigungsposition ist klar, Zwillingsbeschwörung. So. Ah, ich habe da nur Waldmusik drauf, Moment. Ich hätte vielleicht meine Playlist anpassen sollen, bevor ich das Display weitergemacht habe. Psycho! Gate! Ich spule mal weiter vor. Viel weiter. Na egal, platzieren wir dabei in... Oh yeah! Yu-Gi-Oh! 2011 Musik! Ich mach mal ein bisschen lauter. So. Und jetzt zerstören wir mal sein Monster. Ach scheiße, welches Monster war denn das jetzt? Ich glaube, das war das da, ne? Ja, das war das Richtige. Ich wollte scheiße sagen, weil ich dachte, das wäre das Falsche. Aber wenn wir ein Glück. Ja, wir können mit Mecha Bunny angreifen. Jetzt rüsten wir noch mit der Ukraine-Kanone aus. So. Hoffentlich reicht die Angriffskraft, um sein Monster zu zerstören. Ich glaube, er hat sehr viel, ja, er hat sehr viel Flipmonster drin. So. Your opponent draws 3 cards. Und eine Zauberkarte müssen wir abschmeißen. Ja, wir haben die Großschildwaffe gezogen, die haben wir ja im letzten Part ins Deck reingelegt. Ja, er muss immer 100 Life Points opfern, damit die Karte auf dem Feld bleibt. Deswegen. Okay. Wenn wir jetzt eine Zauberkarte ziehen, die diese Karte hier zerstört, gewinnen wir. Ja. Dem ist leider nicht so. Synchro können wir auch nicht machen, weil stolpern, alles geht in die Verteidigung leider. Das ist ein bisschen scheiße. Können wir Synchro machen? 6. 6, Moment. 6, 8. 8 Sterne, haben wir 8 Sterne, wir haben nur 6, ne? Ja, okay, dann holen wir uns einen 6 Sterne. Muss man nochmal rechnen. Kontrolls, Kalkulation. 4, ja, holen wir uns einen 7er. Ah, wir die Verteidigung damit, ja, ja, ist klar. Und jetzt holen wir uns den Hermagischer und ist auch nicht so schlecht, ne? Kriegt man Lebenspunkte. Aber sein Deck spielt ja nicht auf Lebenspunkte zerstören, sondern auf Deck zerstören, also. Naja, schmeißen wir unseren Dingen auf dem Friedhof und dann gigantischen Zwergkrug oder was auch immer. Ne, das heißt glaube ich anders, ne? Na egal, ihr wisst schon, was für eine Karte das ist. Ja. Aktivieren wir gleich den Effekt, erhöhen unsere Life Points. Ist ja egal. Life Points kann man immer gebrauchen. So, und jetzt setzen wir die verdeckte Karte. Und natürlich greifen wir mit unserem Häschen direkt an. So, jetzt habe ich noch 4-8. Life Points. Jetzt ist er wieder dran. Er zahlt wieder 100. Ich mache mal ein bisschen leise. Oh, Material. Ach, oh Mann, ich muss doch. Okay. Jetzt bin ich wieder. Ich habe mal kurz gerüstet. Ja, setzen wir die in Angriff. Da sind sie besser aufgehoben als in der läppischen Verteidigung. Was ist da für... Bei mir kommt eine Meldung. Ich mache mal so das Gleiche. Pause wieder. Gut, da bin ich wieder. Ja. Jetzt können wir seine Karte zu unserem Vorteil nutzen. Wenn die Großschildwache, wenn angegriffen wird, wird sie in die Angriffsposition gesetzt. Aber egal. Ihr quatscht sie nur, wenn sie beschworen ist. Also vergiss das, greifen wir. Achso, er hat ein Monster. Hab ich gar nicht gesehen. Ach nee! Die ist viel die Karte. Jetzt werden alle Monster zurück ins Deck gemischt. Also wirklich alle. Auch unsere stärksten. Das Deck wird neu gemischt und wir ziehen 5 Karten und beschwören alle Monster verdeckt. Und die anderen Karten waren dann auf dem Friedhof. Die ist echt mies, die Karte. Also pure Deckzerstörungskarte, kann man sagen. Aber für ihn geht es auch... Scheiße, so viele Fallen und Zauber, nein! Oh, man. Und es ist Battleface, wir können sie nicht switchen. Fuck. Okay, okay. Immer cool bleiben, Kevin, immer cool bleiben. Endphase.
So, was macht er jetzt? Verwandlungsflug. Das wäre jetzt ein Highlight. So. Ja, Zwillingslaufdrahl, den können wir gut verwenden. Machen wir das auch. Die Stolpern-Karte nervt mich total. Also weg damit. So, jetzt stellen wir unser Glück auf die Probe. Na, leider nicht. Habe ich mir auch irgendwie im Hinterkopf gedacht. Oh, jetzt haben wir den Rechner. Oh ja, ja, jetzt können wir vielleicht Schaden richten. Okay, flippen wir erstmal alle um unsere Monster. Damit sie im nächsten Zug für einen Angriff bereit sind. Darunter auch der Rechner mit insgesamt 4800 Angriff, aber 0 Verteidigungspunkte. Also den müssen wir verteidigen, der ist echt mies. Endphase. So, wir haben noch den Schöpfer auf dem Feld, damit können wir auch einiges rufen. Vom Friedhof. Darunter vielleicht auch ein Mecha-Bunny, das ihn direkt angreifen kann. Mal schauen, wie es sich ergibt. Ja gut, Ryoko bringt jetzt nicht allzu viel. Switchen wir alle erstmal in die Angriffsposition. So. Den Schöpfer möchte ich jetzt noch nicht spielen, den heben wir uns auf. Erst einmal eine Zwilling. Ach ja, zählt jetzt Beschwörung, genau. Deswegen kommt er in die Verteidigung. Aber wir kriegen eine Seelenmarke. Die können wir den nächsten Zug einsetzen. Zudem hat unser Monster jetzt 2100 Angriff. So, haben wir ein Monster mit 1500? Ja, den haben wir. Der kann direkt angreifen. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir nur noch 2600 Life Points, ja. Leidenspunkte. Ja, und er kann die Karte maximal noch 25 Mal verwenden. So, wenn er nichts macht, dann sind es nur noch 11 Mal. Und er macht nichts. Das heißt, es sind wirklich nur noch 11 Mal. Jetzt will ich den Schöpfer spielen. Und zwar in Angriffsposition, weil unser Rechner dann stärker wird. Opfern durch Zwillingslaufdrache und unser Wurm Barses. Und beschwören den Schöpfer! Er wird in die Verteidigung gegangen, aber warum ich den in Angriff gespielt habe, deswegen, jetzt hat unser Rechner 5100 Angriffspunkte. Außerdem können wir im nächsten Zug dieses spielen, das kann ihn auch direkt angreifen. So, ach so, scheiße, jetzt habe ich das Monster geopfert, dass ich ihn direkt angreifen kann. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, okay. Naja, man kann nicht alles richtig machen. Auch ich mache Fehler. Jetzt haben wir noch 2400, unser Urmaterialdrach könnte ihn one-hitten, wenn er ihn direkt angreifen könnte. Die Betonung liegt hier auf könnte. Ah ja, Mecha Bunny. Ich hoffe, er hat nicht wieder so eine Zauberkarte gespielt. Ich setze jetzt mal Karten verdeckt, weil ich das Gefühl habe, dass es ein Verwandlungskrug ist. Weil bei Verwandlungskrug müssen wir alle unsere Karten abschmeißen und 5-9 ziehen. Die habe ich auch in meinem normalen Deck, in meinem Real-Life-Deck, ja. Gut, flippt das. Flip das! Flip das! Ne, flip das nicht. Na, okay, die hat auch eine hohe Angriffskraft. Schade, dass wir nicht angreifen können. Ich würde so gerne angreifen. Naja, reduzieren wir seine Lebenspunkte. Lebenspunkte, erst einmal um 500. Mach mal leise, ich glaube, das ist ein bisschen laut. So. Oh, Endphase. Wir können nicht angreifen. Wir können gar nichts machen. Man kann sie nur noch 17 Mal verwenden. Oh Mann, jetzt können wir nur noch mit einem Monster pro Runde angreifen. Das ist die dunkle Tür. Unheimlich, naja. Nein, noch ein Mecha Bunny. Schade, dass unser Feld voll ist. Das können wir keinen... Habe ich ganz vergessen, wir können sein Monster zerstören durch den Effekt. Und dann können wir mit Mecha Bunny direkt angreifen und dann haben wir noch 900 Life Points, wenn es gut ausgeht. Ach ja, diese. Ja, okay, wir müssen erst in Angriffsposition switchen, bevor wir ihn angreifen können. So, und das machen wir jetzt. Hoffentlich klappt's. Jetzt hat er nur noch 900 Lebenspunkte.
Im nächsten Zug sind es 800, weil er 100 jetzt für Friedensboote opfern muss. Das heißt, ein Angriff von Mecha Bunny und er hat verloren. Zudem haben wir diesen Mecha Bunny noch auf der Hand. Wenn wir den dann aufdecken, sobald wir ihn verdeckt spielen, verliere 500, also, ja. Gut, was kommt jetzt? Er ist jetzt eine verdeckte, gut, was haben wir gezogen? Radiant Mirror Force. Wenn er drei Karten in Angriffsposition hat, werden alle seine Monster zerstört, schön. Ja, was haben wir eine andere Wahl? Wir müssen angreifen. Hoffentlich ist es kein... Aha, anscheinend will es ein Monster verteidigen. Warum hat er sonst diese Zauberkarte gespielt? Ich hoffe, es ist nichts Heftiges. Wir haben nur noch 11 Karten im Deck. Wenn Spirit läuft, könnten wir verlieren. So, mal schauen. Er hat etwa doppelt so viel Karten in seinem Deck wie ich. Instabile Evolution. Wir haben mehr Lebenspunkte als er, das heißt seine Grundstücke. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Wir können jetzt die Kombi machen. Das machen wir jetzt auch. Setzen wir Mecha Bunny erstmal. Es kommt sofort in die Verteidigung, das ist klar, aber sein Effekt wird nochmal aktiviert, genau. Habe ich ganz vergessen. Nee, die muss ich jetzt nicht so. Das ist die Original, dieses andere war nur eine Fälschung, die ich aus YouTube irgendwie runtergeladen habe. Naja. Gut, instabile Evolution macht die Grundattacke zu 1000. Ich nehme mir natürlich dieses Monster hier. So. Das hat 1000 und das heißt, es kann jetzt angreifen. Ah, und es ist ein dritter. Wir müssen wieder drei Karten von unserem Deck abschmeißen. Das heißt, wir haben nur noch 7. Oh, wir haben Verstärkung gezogen. Nicht schlecht. Gut, setz mal Verstärkung verdeckt. Die können wir später vielleicht noch brauchen. Na, jetzt. So viele Karten auf der Hand. Uiuiui. Ja, es ist unser Feld voll. Ich weiß, jetzt können wir kein Monster mehr spielen, aber egal. So, ja, wir können eine Synchro machen. Fällt mir das ein. So, ich mache jetzt einfach mal eine Synchro. Hoffentlich klappt's. Wenn nicht, haben wir vielleicht verloren. Und zwar versuche ich dann unser Mecha Bunny verdeckt zu setzen. Und wenn dieses dann aufgedeckt wird, hat er verloren. Setzt sich natürlich in Angriff. Wird zwar wieder in die Verteidigung gesetzt, aber egal. Destroy und Spell Card All und Trap Card. Okay, die hätten wir zu viel früher führen können, aber. Wir haben unser Mecha Bunny, also. Aber wir haben nur noch 7 Karten. Im nächsten Zug sind es nur noch 6 Karten, die wir im Deck haben. Oh, ist das spannend. Jetzt haben wir nur noch 100 Lebenspunkte. Das heißt, sein Friedensbote kann nicht mehr verwendet werden. Ich glaube, die Musik ist hier ein bisschen zu leise. Na, egal. Gut. Ja. Ziehen wir erst einmal unsere 7. Karte aus dem Deck und flippen unser Monster. So, wenn es jetzt klappt, haben wir gewonnen. Das bringt dir gar nichts. Haben wir noch eine andere Karte? Ne, Verstärkung. Ja, das bringt nichts mehr, Verstärkung, aber egal. Ich will die auch jetzt nicht verwenden. So, er hat verloren. Und wir haben gewonnen. Gut, unsere Bonis sind... Kein Schadenbonus haben wir. Echt, wir haben keinen Schaden gekriegt. Tatsache. Chain-Bonus. Weiß ich gar nicht, was das heißt. Chain, das Wort habe ich noch nie gehört. Tausch? Nee. Change. Wechselbonus. Egal. Okay, speichern wir erst einmal. Sicher ist sicher. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt gehen wir mal hier rein. Ich glaube, es kommt wieder so ein Schiebespiel. Jawohl. Gut, jetzt müssen wir die Container so verschieben, dass wir da durch können. Das ist ein kleines Nachdenkspiel. Finde ich eigentlich unnötig, muss ich sagen. Wurde in 2011er dann abgesetzt. Wo ist denn der Ausgang? Ich sehe den gar nicht. So, und jetzt mal durch. Und wer ist denn da? Oh mein Gott! Blitz! Es ist ein Geistesblitz! Hahaha, Wortspiel. Du kommst, um mich zu helfen.
sorry für dein, wegen deinem Duell dran. Na, ich, es war mein Fehler, alles und so. Moment. Ich gehe besser zurück, sonst machen sich alle Sorgen. Danke, großen Dank dafür, Kevin EP. Ja, vielen Dank dafür, okay. Gut, gehen wir mal aus, wir haben noch 10 Minuten. Denn jetzt mache ich halbe Stunden Parts. Für die, die nur dieses Let's Play von mir anschauen. Scheiße, wie geht's denn alles raus hier? Ja, genau, passt. Sehr schön. Gut, dann speichern wir erst einmal natürlich. Sonst müssen wir das ja nochmal machen und ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen, dieses ganze Schiebespielchen. Die unnötig ist. Und jetzt kaufen wir uns ein paar Karten in die letzten 9 Minuten, die wir noch haben. Ja. Wenn ich die Maustaste gedrückt hält, dann läuft er ein bisschen langsamer. Ah ja. Was wollen sie denn? Ach Mensch, ich muss mal wieder pausen. So, ich habe es vom Blitz gehört. Ich habe vom Blitz gehört. Blitz gehört. Ja, was? Ja. Egal. Das wurde falsch übersetzt auf Deutsche. Blitz, ich habe mir Sorgen gemacht. Bist du seine Mutter, dass du dir Sorgen machen musst? Entschuldige, Rally. Mache bloß nichts Gefährliches mehr. Der redet, als wäre seine Mutter oder sein Vater. Tut mir leid. Ich muss mich um die Wunden vom Blitz kümmern. Bis später, Kevin. Gut, dann kaufen wir uns jetzt ein paar neue Karten. Denn wir haben nicht so starke Karten. Und später brauchen wir richtig, richtig Hammerkarten. Also brauchen wir Kombinationen, von denen wir nicht einmal träumen. Also jetzt haben wir auch einigermaßen gute Kombinationen, aber so richtig heftig sind sie auch nicht. Bitte, willkommen, schau dich ruhig um. Oh Mann, ich muss wieder husten. Okay, Kevin hat gehustet. Okay, kaufen wir uns einfach mal diese Sätze hier. Wo ist das, haben wir denn? Bladefly, die ist gut. Dunkler Skorpion. Na, ah, die ist gar nicht so schlecht. Da kriegt man 1000 Lebenspunkte, wenn man eine Zauber- oder Fallenkarte von uns zerstören. Aha. So, Hingo Cargo Sushi. Das stärkste Spirit Monster. Okay, aber ich bin nicht so der Fan von Spirits. King Tiger Wango, oh man, ein bisschen laut die Musik. Energy, ja, die haben wir auch schon gesehen. Gewebelkrug, die ist leider verboten. Naja, besonders heftige Karten haben wir jetzt nicht bekommen. Ach, wir haben noch Geld, oder? Kann das sein? Ne, ich habe gerade hier drauf geschaut, weil ich dachte, das wäre hier das Geld. Okay. Dann gehen wir weiter und machen die Story einfach mal. Ja, wie gesagt, weiter. Dann mache ich den Part ein bisschen länger, was soll's. Ihr musstet ja eh leiden, weil... in Anführungsstrichen leiden, weil ich keine Parts mehr hochgeladen habe. Für eine einige Zeit lang. Also, euch schaden tut's nicht und mich eigentlich auch nicht. Oh Mann, ich muss wieder nachlatschen. Okay. Hast du Blitz gefunden, oder? Ja, habe ich richtig übersetzt. Ha, genau. Oh, wirklich? Blitz ist da in einem Stück wieder herausgekommen. Gute Neuigkeiten. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Aber wie hast du ihn gerettet? Die haben ein paar fiese Typen Wache gestanden, richtig? Oh, du hast all diese Kerle im Alleingang besiegt? Boah, ist das ein Wahnsinn. Was für ein Sturm. Stell dir mal vor. Genau diese Kerle. Was ist los? Ist etwas passiert? Also, weißt du, um Kevin der Pit zu helfen, haben wir nach einem Duellrunner gesucht. Dann hat Blitz einen Kerl gefunden, der uns einen billig verkauft hat. Also kauften wir ihn auch gleich.
Doch dann stellt sie sich heraus, dass es nur ein Stück Schrott war, ohne Motor und ohne PC, ohne CPU. Weil ihm also dieser Schrottteile verkauft wurde, war blitzgenervt und hat sich beschweren gegangen. Aber der Schrottwache war echt übler Kerl, ey. Er war ein Mitglied einer schrägen Bande. Wie sich herausgestellt hat, wurde Blitz also gefangen genommen. Aber dann ist Kevin LP gegangen und hat ihn gerettet, ey. Da konnte Blitz hier nach Hause kommen. Okay, da habe ich einen Dialog zu viel gesagt. Oder zu wenig gesagt. Egal. Ich muss gerade irgendwie die Stimmen irgendwie. Ja, ein paar Stimmen für die erstellen. Danke. Nee, die Stimme passt nicht. Danke, Kevin LP. Ich schaue nach Blitz. Nee, Quatsch. Ich schaue nach. Ach, was war die Stimme? Ich hab's vergessen. Also die von Nevin kenne ich. Die ist so türkenmäßig. Oh, ich geh da mal, ey. Moment, ich geh da mal, ey. Ja, so. Hey Kevin, kannst du mal da drüben auf mich warten? Ja, genau, die Stimme ist gut. Oh, was will er? Der macht mir Angst. Hier, nimm das. Es ist ein Motor für deinen Duellrunner. Es ist ein alter von mir, aber er funktioniert noch gut. Es ist ein Geschenk zum Dank, weil du einen meiner Freundin geholfen hast. Nimm es bitte. Du solltest jetzt am besten gleich einbauen. Ich kann dir gerne einen kleinen Rat geben, aber du solltest es alleine versuchen. Mhm. Okay. Kevin. Quatsch, hat eine andere Stimme. Ey Kevin, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir echt die Haut gerettet. Oh, da ist ein Motor. Du hast den Motor schon eingebaut. Dann fehlt nur noch die CPU. Hey, wusstest du schon? Yusei geht heute auch in die Stadt. Oh, warum geht er da hin? Also, vor einer langen Zeit hatten wir einen Freund namens Jack. Eines Tages hat eine von Yuseis wichtigsten Karten genommen und ist damit in die Stadt geflohen. Yusei hofft jetzt, ihn zu finden, um die Karte zurückzubekommen. Also, wie ich Yusei kenne, glaube ich, er wird das schon hinbekommen, richtig? Ja, wir haben noch 2 Minuten und jetzt kommt, glaube ich, Gequatsche, nicht wahr? Ja, mach ich das einfach schnell. Gut, dann gehen wir mal ins Zelt rein. Wir gehen zelten, hahaha. Gut, dann... Nein, ich will nicht... Ich will speichern, Yusei. Ich will speichern. Geh weg. Ah, du bist es, Kevin. Ach, Moment, ich muss nachspielen. hast du gehört? Yeah, ich gehe durch die Pipeline in die Stadt. Ich hole mir eine Karte von Jack zurück. Ja, das hörte ich. Du hast deine Erinnerungen verloren. Ich verstehe. Bedeutet das, du könntest eigentlich auch aus der Stadt sein? Das ist sehr wahrscheinlich. Also, gehst du in die Stadt? Punkt für Punkt. Richtig. Sieht aus, als wäre dein D-Runner noch nicht fertig. Ich hoffe bald. Oh. es ist Zeit, ich sollte besser gehen. Okay, geh weg. Ich will dich nie wiedersehen. Ha, reimt sich. Pass auf dich auf, you say. Danke, Blitz und Nervin. Auch. Tank, Blitz und Nervin auch. Wo sind sie? Die drei bauen gerade den Computer im Raum nebenan auf. Wir werden auf dich aufpassen. Ach, der ist voll, der bemuttert voll. Nun, danke. Pass auf dich auf, Kevin LP. Ich warte in der Stadt. Sonntagsfahrer. Ugh.
Du hast 3 Minuten, um durch die Pipeline zu kommen. Ich muss zum Ausgang zur Stadt. Wenn ich es nicht schaffe, drückt mich der Müll zurück. Ich bin dann weg. Okay, verpiss dich. Ey, verpiss dich! Alles bereit? Na klar! Hey, Yusei ist dabei! Das ist es! Was macht diese dicke Fender? Ramm ihn nicht! Ah, der Müll, pass auf! Nur noch ein bisschen! Okay, du hast es geschafft, Yusei. Also, was haben die da gerade gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich wusste es. Ja. Kevin, Yusei sucht die Pipeline. Er geht in die Stadt. Weißt du was, Kevin? Ich werde dir helfen, deine Erinnerung wiederzufinden. Okay. Wir werden dir alle helfen, einen Weg in die Stadt zu finden. Ein paar Tage später. Und jetzt speichere ich und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Und dann sage ich tschüss.